Hey ihr Lieben, ich habe gerade einen Morgenspaziergang gemacht und bin hier an einem super süßen Bus vorbeigekommen und schaut mal, habe den Jörg kennengelernt und habe natürlich auch ganz gespannt in sein Auto reingeschaut. Ganz, ganz tolle süß. Ich bin Jörg. Schaut mal, so ein richtiges Mobil, wo man schlafen kann und bin natürlich auch in ein tolles Gespräch mit Jörg gekommen. Dankeschön. Und habe so ein bisschen gefragt, hey, was treibt dich um, was machst du so, was treibt dich dazu, hier einfach auf der Straße zu stehen und morgens in den See reinzuspringen und genau wie? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich hier Freunde getroffen habe. Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen und wir haben hier ein kleines Treffen organisiert. Und ich bin einfach, weil Potsdam so schön ist, ein paar Tage länger geblieben. Und jetzt habe ich hier so einen tollen Platz gefunden, direkt am See. Und bin hier morgens gleich reingesprungen. Also es war heute Morgen, war jetzt noch schönes Wetter. Jetzt ein bisschen, kann man vielleicht auf dem Video erkennen. Es hat hier richtig gedonnert und richtig geblitzt und war wirklich katastrophal sozusagen. Aber irgendwie auch schön, ne? Aber irgendwie auch schön, ja. Ja, ich habe mich ja dann ganz gemütlich in meinem Bus hier platziert, habe ein bisschen mein Müsli gegessen und habe dann, drauf gewartet, dass du wiederkommst. Und jetzt bin ich da und wir machen ein Video zusammen. Ist das lustig? Die Potsdamer sind wirklich top. Also ich habe so viele Leute kennengelernt hier, die mir geholfen haben. Wir drehen uns mal ein bisschen um, dann können wir den Bus auch im Hintergrund sehen. Ich durfte bei fremden Leuten duschen, ich durfte bei den Frühstücken, die haben einfach gesagt, hey, komm her, hier, da, oh, toller Bus. Ne? Also, wer noch nicht so einen Bus hat, unbedingt kaufen. Das ist ein echter Kommunikator. Vorsicht. Was mich ja interessiert, ist so, wie sieht dein Leben aus oder wie bist du überhaupt darauf gekommen? Hast du keinen Job? Was machst du so? Was sind deine Gedanken, wenn du einfach mit dem Bus so rumtravelst? Ja, also ich habe tatsächlich einen Job und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Probleme gehabt in meinem Job. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund gewesen, dass ich dann irgendwie gedacht habe, ich muss irgendwie was machen, was mich glücklich macht und was mich ein bisschen, was mir hilft, wieder ein Lächeln im Gesicht zu haben sozusagen. Ne? Und ich glaube, da habe ich genau das Richtige gefunden. Also, was macht dich glücklich, Jörg? Mich macht glücklich, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, indem ich einfach nur mit meinem Bus da stehe und die Leute kommen und reden mit mir und so wie wir beide jetzt. Ja, voll. Und ich muss gestehen, ich war heute Morgen schon mal hier, bevor das Gewitter losgegangen ist und dann haben wir uns schon relativ lange unterhalten und du hast mir erzählt, dass du in Werder warst und warst auf diesem wunderschönen Friedhof und genau. Da hattest du auch nochmal so einen Aha-Moment, vielleicht magst du uns davon erzählen. Ja, Friedhöfe sind ja immer irgendwie so Magic, finde ich. Ne? Das ist so, da kommt Leben und Tod zusammen, Anfang und Ende und Vorsicht, da kommt ein Auto. Nicht, dass wir dein Handy abfahren hier. Übrigens auch ein Bus, ne? Guck mal kurz. Oh, ganz modern. Ja. Das ist das neueste Modell von meinem sozusagen. Ja, und auf dem Friedhof war es tatsächlich so, dass ich auch so gedacht habe, Mensch, ja, so Leben ist irgendwann vorbei, irgendwann wirst du ja auch landen. Ne? Also jetzt ganz ohne Bewertung, ist einfach so. Ne? Und oder viele von uns werden ja so darauf getrimmt, irgendwie, naja, du musst ja gut in der Schule sein, du musst irgendwie viel Geld verdienen, Karriere machen und so und dann geht's dir gut. Ne? Und da habe ich so gedacht, naja gut, irgendwie ist das wirklich das Richtige, ist das wirklich das Ziel? Ne? Und dann habe ich so überlegt, naja, was bleibt denn am Ende über, wenn du, also was ist zuerst zu Ende, ne? So das Geld oder das Leben? Ne? So, und wenn du irgendwann merkst, du hast vielleicht so viel Geld, dass es bis zum Ende des Lebens reicht, wo man aber auch gar nicht weiß, wann ist es zu Ende, ne? Dann kann man doch sagen, Mensch, jetzt lass uns mal anfangen zu leben. Ne? Jetzt lass uns doch irgendwie mal vielleicht gar nicht mehr so dem Geld hinterherlaufen, sondern Leute kennenlernen, nette Gespräche führen, im See baden. Ja, voll. Ne? Und was ich auch immer wieder merke, es ist so ein, es ist ja ein Inside-Out-Job. Ne? Yeah. Also es ist immer so, wir jagen immer so Sachen im Außen hinterher, so Status, Beziehung, Liebe, Geld, Macht vor allem. Und irgendwie ist es nicht wirklich das, was uns erfüllt. Ja? Und ich bin seit längerem so auf dem Trip, wirklich zu gucken, wie kann ich mich innerlich so reich aufstellen und so voll machen in mir selbst die 100% sein, ja, um dann nach außen einfach zu sein und nicht mehr im Haben zu sein und zu wollen. Yeah. Kannst du damit was anfangen? Ja, ich glaube, das ist das Thema Selbstliebe. Ne? Wenn du dich selber liebst, dann brauchst du nichts anderes mehr eigentlich. Ne? Dann ist so,
bist du mit dir selber im Reinen, dann läufst du nicht irgendwelchen Vorgaben hinterher, nicht irgendwelchen Regeln und nicht, bist nicht dabei, irgendwie andere Leute glücklich zu machen, sondern dich selber glücklich zu machen. Mhm. So, ich sag mal, größere Autos, größere Wohnungen, mhm. Thema Kapitalismus und sowas. Ne? Mhm. So, es gibt Sachen, die kann man nicht kaufen. Ne? Und die das ist halt, sind halt Emotionen und das sind Zufriedenheit und sowas. Ne? Das ist vielleicht auch so in der Kindheit vielleicht mal falsch irgendwie so als Grundannahme gelehrt worden. Ne? Dieses, ja, du musst gut in der Schule sein, natürlich, ja, wir müssen alle ein bisschen was lernen, ne? Aber nicht mit dem Ziel, irgendwie viel Geld zu verdienen. Das ist nicht unbedingt. Also mir macht das nichts mehr. Ne? Ja, voll, ja. Mhm. Ich denke auch, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Ja, um wirklich in die Türchen reinzugucken. Und die Erfahrungen, die du gemacht hast, sind ja in dir. Am Ende kann es dir keiner mehr nehmen. Du kannst immer auf dieses Gefühl auch zurückgreifen. Ja. Es ist einfach ein wirklich wunderschöner Weg, der auch ein bisschen holprig ist, aber ich finde es mega toll, was du hier machst. Und Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Worte. Ja. Und wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Ja, ciao. Bis dann, ciao.